Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2 und dem Beagle. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, in den Übergang zu gehen. Einfach weil ich nur Da noch ist dein eine Messer. Batterie habe. Also de facto zwei im Grunde. Also, ne? Halt die. Und unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Diese Füllung plus die letzte Füllung Okay, habe ich noch. Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Du bist mutig, Saga. Du bist mutig. Mutiger als ich. Das ist so creepy, Leute. Mach doch die Taschenlampe an. Was zum Teufel? Gleich zwei Bosse? Wo bin ich? Oh nein. Ich will nicht. Von dem Ort habe ich natürlich keine Karte. Okay. Ja, macht doch Sinn, keine Karte von dem Ort der Dunkelheit zu haben. Da ist Wasser, sehe ich das? Das sehe ich richtig, da ist Wasser. Da ist eine Axt. Ein Boot. Hütchen. Ich möchte bitte Batterie. Okay. Was ist das denn? Wir haben 10 nach 10 da. Witzig. Mulligan und Thornton in den Trümmern der Leichenhalle. Schatten auf ihren Gesichtern. Thornton gibt seine beste Frauenstimme. Ich bin hochnäsige FBI-Schlampe. Ich richte ein großes Scheißchaos an und lasse es dann von diesen dummen Hinterwäldlerbullen aufräumen. Schluch. Thornton wandte sich an seinen Partner. Diese verdammte Regierungswichser. Nächstes Mal, Mulligan, werde ich ihr sagen, sie haben keine Ahnung. Sie haben ihr eigenes Kind ertrinken lassen. Sie sind eine beschissene Betrügerin. Mulligan grinste anzüglich. Hätte man den Bokas den Mord angehängt, wäre der ganze verdammte Schlamassel gelöst gewesen. Aber die halten doch immer zusammen. Ich denke, wir sollten der Schlampe zeigen, wer der Boss ist, Thornton. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton und drangen sie ein. Sie grinsten. Oh, ich habe doch noch angemerkt, es wundert mich, dass die Cops da, die Cops da so freundlich dem FBI gegenüber ist, weil das in der Realität, glaube ich, nämlich eher nicht so ist, weil da ein bisschen viel Kompetenzgerangel stattfindet. Sauna? Ich bin in der Sauna? Ich bin quasi. Hä? Okay. Und natürlich bestätigen mich so Hinterwäldler-Cops darin, dass sie genauso denken. Da ist nichts. Ich könnte Batterie gebrauchen, bitte. Wenn ich gegen zwei Gegner kämpfen muss, kann ich Batterie gebrauchen. Bitte. Bitte. Ich flehe das Spiel oder den Gott in diesem Spiel an. Alles, was sie war, verloren. Wollt ihr mich immer noch Schlampe nennen? Ihr Arschloch, ihr Lemurensöhne? Sie haben keine Ahnung. Ich habe mehr Ahnung als du. Ich habe nämlich die Dunkelheit schon mal besiegt, Lemurensohn. Zerbrich ihren Schädel wie ein Ei. Oder ich zerbreche eure Schädel wie ein Ei. Es wird immer dunkler. Das ist schön für dich. Logan? Ich bin hier. Ich komme. Das ist ein Trick. Logan! Das ist ein Trick. Aber ich glaube, ich würde nicht besser reagieren, wenn ich ehrlich bin. Gott, ich will da nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe irgendwie Lust, die Augen zuzumachen. Frag mich nicht, warum. Oh Gott, geht das tief runter. Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten.
Ich brauche den Klicker. Okay, komm, ist okay. Anderson, kein Gewicht. Er hat ihn jetzt. Was? Wake, ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir danach mal wieder eine Runde Alan Wake spielen, also den Alan spielen sollten. Aua. Sie klingt halt auch immer so verzweifelt, als würde ich wirklich ihre Schulter brechen. Ist das eine Kiste? Nein, keine Kiste für mich. Die sind so ungnädig hier mit mir. Wie habe ich denn die Schleife letztes Mal? Nein, die Schleife ist nicht richtig. Zumindest nicht komplett. Okay. Es nutzt mir eigentlich nichts. Und wir wollen das jetzt echt nochmal tun, Saga. Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich habe doch gerade ein X gesehen. Oh, sorry, dass ich so leise bin, aber... Alles, was passiert ist, dass ich mich erschrecke. 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 Was bin ich da sehend? Wieder hier. Okay. Oh, das ist zermürbend, Leute. Oh. Nein, noch nicht. Ich brauche Batterien. Das ist nichts drin. Ihr seid solche Wichser. Hab ich den? Oder war das nur ein Kultist? Hat er irgendwas für mich mit? Nein, hat er nicht. Oh Gott, ist das creepy. Habe ich dich ein bisschen weggeschleudert? Es macht nichts. Die verarschen mich, wo ich dabei bin, ey. Furchtbar.
hier? Ist okay. Alan! Nee, wer bist du? Wer bist du? Wer warst du? Wer bist du? Okay. Ja, ist gut, Kumpel. Ist gut. Ja, lach ruhig. Jetzt bin ich schon wieder am Brunnen angekommen. Okay. Abwärts. Ich will aber gar nicht abwärts. Ich will sowas von nicht abwärts. Bedeuten. Ja, Saga, dass wir Probleme haben. Das bedeutet es. Ich gebe ja nicht auf. Es könnte ja was hier drin sein. Oder auch nicht. Oh, danke. Ja, lacht euch ruhig tot. Kann man die stapeln? Ja, kann man. Try this. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Niemand wird ihre Leiche finden. Thornton! Ich hab's, Mulligan! Aua! Es ist in ihm. Das funktioniert. Aua. Ein Stück. Sie haben kein... Alter, ich sehe nichts, ey. Die Geschichte nicht. Okay. Direkt Heilung nehmen, wenn es dort ankommt. Direkt Heilung nehmen. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Niemand wird ihre Leiche finden. Thornton. Es wuchs in aber
jetzt der nächste direkt hoch? Den mache ich aber mit Schrot. Komm doch! Komm! Komm! Nein, 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 nein. Oh. Aua. Ich kann das nämlich auch. Heilung, Heilung. Brich ihren Schädel wie wo denn? Was zur Hölle, Thornton? Ich übersehe etwas. Ich auch. Boah, was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich weiß es nicht. Was übersehe ich? Mach schon, Arschloch! Das ist es nicht, Leute, das ist es nicht. Warte mal, das... Es muss einen Grund für ihre Rückkehr geben. Das hält sie auf. Das funktioniert. Aua. Nein, aua! Mach an! Auf ihren Gesichtern! Heilen, 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 heilen! Regierungsmixer! Aua! Die Deputies kommen immer wieder, es sei denn, ich zerstöre diese Teile der Dunkelheit. Aha. Hab ich denn alle erwischt? Das ist die Frage. Was zur Hölle, Thornton? Aua! Nein, 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 nein! Die Teile der Dunkelheit bringen die Deputies immer wieder zurück. Ja. Aber wo ist denn noch was? Verdammte Axt nochmal, ich seh... So. Beim nächsten Mal kommen sie nicht mehr zurück. Okay. Dann wollen wir mal. Zeig es, wenn wir da sind! Nein, 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 nein! Boah! Heilen, 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 heilen! Da oben. Nein, 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 nein! Oh. Das hat mich Heilung gekostet. Sir Anderson, hören Sie. Wake? Ich wurde reingelegt. Scratch, ich wollte die Geschichte korrigieren. Halt sie jetzt, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus. Und Scratch auch. Aber ich komme voran. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Sie hat unsere Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja, wir machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in Ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen. Aber er ist schon draußen. Ist er wirklich schon draußen? Sind das Visionen der Vergangenheit? Als er noch im dunklen Ort festsaß? Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Nein, irgendwas ist da ganz gewaltig faul, Leute. Zurück nach Watery.
Echt, warum will ich immer Waitree sagen? Das ist bescheuert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die alle die Lieder für Alan Wake geschrieben haben. Aber ich weiß, dass die nur mit Poets of the Fallen, meine ich, zusammengearbeitet haben. Oh! Damit habe ich Wake meinte, er könne die Horrorgeschichte mit dem Klicker rückgängig machen. Ich muss zurück nach Bright Falls zu Casey und Wake. Ich sollte mich bei Casey melden. Ich wusste es doch. Die verschwemmten Orte sind weg. Das heißt, wir können uns da umgucken. Da hinten ist noch ein ganzes Gebiet, das wir uns angucken können. Und eben das da unten. Und da ist noch was drin. Okay, interessant. Ich weiß immer noch nicht, was das hier sein soll mit dem relevanten Ort. Aber erstmal... Falltafel. Habe ich den falschen Fall jetzt erwischt? Ich muss Wake den Klicker bringen und diesen Fall abschließen, ehe meine Familie noch weiter hineingezogen wird. Leute, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht nicht so Alan ist. Ich meine, sie sagen immer wieder, es gibt einen Alan Wake Doppelgänger, ne? Das ist es. Ja, es ist das für später. Okay, eigenartig. Die Alex Casey Gedenkbox. Nein, Scherz. Uff, ich habe 2 Stück übersehen. Wie das Lachen auf einmal einfach viel unheimlicher ist, aber sei es drum. So, hier kann ich jetzt schnell speichern. Die Zeit ist halt auch schon um. So, wo ist hier noch was? Ist das, weil ich gestorben bin oder wie? Nee, hier fehlt mir tatsächlich irgendeine Info. Hier kann ich 2 Infos holen. Aber... Oh. Einfach hier. Okay. Aber jetzt dürfte es komplett weg sein, ne? Ja. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Schwierig, schwierig. Ich glaube erst nach unten. Das mache ich aber morgen. In der Tat. Da ist noch so eine Aufbewahrungsbox. Da auch. Ich bin gespannt, was so am Rest hier ist. Da oben wird es bestimmt auch noch Aufbewahrungsboxen und so geben. Da ist die Ranger-Hütte. Ja, ist gut. Jetzt sind halt die Sachen nicht mehr. Hier dürfte auch jetzt alles frei sein. Da ist die Aufbewahrungsbox, ne? Ja, die kann ich mir jetzt auch angucken. Und da ist noch irgendwas Relevantes für mich. Okay. Ich denke... Was ist das denn? Schmerzmittel und Schrotflintenmunition. Okay. Nehme ich gerne. Ich habe echt ordentlich gelitten. Ich habe... Bewegen. Nee. Bewegen. Ich habe zwar ordentlich Schuss für die... Habe ich nur noch 2 Schrotflinten. Oh, nur noch 2. Warum? Ach so, ja, nee, ist alles gut. Und 0 Dingste Bimste. 0. Naja, aber das ist der Schuhkarton. Ich kann mir. Nee. Noch ein bisschen Heilung holen. Weil das ist mir jetzt zu wenig Heilung.
Ich habe zwar das Schmerzmittel noch. Aber naja, ne? Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass das so gegen die Kultisten hilft mit dem Pfeil und Bogen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen. Okay, also ihr Lieben, das war dann also unser Bossfight gegen... Achso, das ist die Leiter. Thornton und Mulligan. Ich würde sagen, wenn wir die Gebiete mit Saga durchsucht haben, die jetzt noch offen sind quasi für uns, dann gehen wir zurück zu Alan Wake und schauen mal, was der rausfindet. Ich habe das Gefühl, wir können die ganze Antwort nur dann finden, wenn wir beide Seiten kennen. Ich hatte mich ja gefragt, wie das jetzt funktionieren soll, wie ich das jetzt am besten spielen soll. Ich glaube, dass es immer wieder Sinn macht, zwischen einem Kapitel quasi zu wechseln, dass ich dann immer einmal Saga mache, einmal Alan mache, einmal Saga mache, einmal Alan mache. So, dass ich dann halt Informationen bekomme. Ist halt die Frage, von wem bekomme ich am ehesten Informationen? Als wir jetzt den Alan-Rückblick gemacht haben, haben wir gesehen, wie er Saga die Informationen für den ersten Mord zugespielt haben. Hätte ich jetzt, wenn ich Alan zuerst gespielt hätte, das denke ich, werde ich sehen, wenn ich Alan jetzt spiele, Informationen schon von Thornton und Mulligan bekommen, sodass es für mich als Spieler schon ein Punkt gewesen wäre, den ich gewusst hätte. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.